So, das Training geht weiter. Ich bin jetzt in Woche 10. Ich habe jetzt 2 Wochen pausiert. Ich hatte mich ein wenig verletzt. Ein bisschen einen kleinen Arbeitsunfall, hatte eine Platzwunde am Kopf und habe deswegen einfach mal pausiert, dass das alles wieder verheilen kann. Ich wurde genäht und danach habe ich dann noch ein bisschen pausiert, dass das alles ein bisschen ordentlich zuwächst. Ja, habe natürlich jetzt 2 Wochen nicht trainieren können. Jetzt bin ich in Woche 10. Jetzt trainiere ich die Woche noch, nächste Woche noch und dann ja, eine Woche ausruhen und dann geht schon los. Heute stehen auf dem Plan 10x 2000 Meter in 4 Minuten. Ich bin jetzt die ersten paar gelaufen. Das läuft ganz gut bisher. Und jetzt mache ich mein Training einfach noch fertig und schaue, wie ich wieder reinkomme. Und ich muss ehrlich sagen, die 2 Wochen Pause fand ich jetzt gar nicht mal so schlecht. Beine sind wieder richtig schön ausgeruht. Jetzt nochmal 2 Wochen richtig Gas geben und dann hoffe ich, langt das für meinen Marathon. Mal schauen. Jetzt lass nochmal ein paar Runden drehen. So, Training beendet. Habe meine 10x 2000 Meter durchgezogen. Im Schnitt jeweils ein 4 Minuten Pace. Bin ganz zufrieden. Habe alle durchhalten können und bin ganz zuversichtlich. So, ich habe jetzt die Woche beendet, habe jetzt nochmal 2 Läufe gemacht, jeweils 10 Kilometer in Renntempo. Auch nicht wirklich 4 Kilometer in der Woche geschafft. Mir fehlt ein bisschen die Motivation und ja, ich habe mir in den letzten 2 Wochen, wo ich pausiert habe und jetzt in der Woche auch, einfach mal ein bisschen Gedanken gemacht, ja, warum laufe ich überhaupt? Oder warum tue ich mir das an, Marathon zu laufen? Und ja, so zum allgemeinen Laufen habe ich für mich eine Antwort gefunden. Aber für den Marathon jetzt eigentlich, ja, ob ich den jetzt in 3 Stunden schaffe oder nicht, das ist jetzt nicht so das, worauf ich brenne. Also demzufolge war jetzt auch die Motivation in den letzten Wochen halt auch schwierig irgendwie, sich zum Laufen zu bewegen und sich dazu zu quälen, die schnellen Einheiten. Und ansonsten die Trails, die laufe ich halt einfach, weil es mir Spaß macht, die Landschaft zu sehen, nicht auf die Zeit zu schauen. Und das ist genau das Gegenteil von dem Marathon. Und deswegen habe ich da einfach ein bisschen auch Probleme, mich zu motivieren. Ja, wie schaut es bei euch aus? Wie motiviert ihr euch oder warum lauft ihr überhaupt? Schreibt es einfach mal unten in die Kommentare, würde ich mich freuen, was euch motiviert, länger zu laufen, schneller zu laufen, neue Events zu entdecken. Schreibt es einfach mal rein, was euch da antreibt und dann habe ich nächste Woche noch eine Einheit oder vielmehr ja, 2, 3 Einheiten. Werde ich noch laufen. Der Woche, die ist dann die letzte Woche. Danach pausiere ich. Und dann schauen wir mal, wie das so Marathon wird. Ich bin trotzdem noch zuversichtlich, dass ich die 3 Stunden knacken kann. Wird zwar knapp und hart, aber ich traue es mir nach wie vor zu. Schauen wir mal, was rauskommt. Dann wünsche ich euch viel Spaß beim Laufen. Trainiert fleißig für eure Wettkämpfe. Viel Spaß.